Gottes Segen und herzlich willkommen beim Hören dieser Folge von Max 15. Maximal 15 Minuten mit Gott. Nach zwei musiklastigen Folgen geht es heute um ein fast alltägliches Geschehen. Unser letztes Auto, ein koreanischer Kleinwagen, war im Sommer noch einmal günstig herzurichten. Im Gespräch mit dem Mechaniker erwähnte ich den Verlust von Motorkühlmittel. Im Winter brauchte ich dann zwei neue Winterreifen, weil wir das Auto noch bis Sommer 22 fahren wollten. Beim Wintercheck kamen sie drauf, dass Kühlmittel verloren geht, irgendwie sich mit dem Öl vermischt. Die Zylinderkopfdichtung war durchlässig geworden. Es hat mich ein wenig geärgert, weil ich das im Sommer schon moniert habe, aber da wurde nichts getan. Und jetzt habe ich zwei neue Winterreifen gekauft, einen Ölwechsel gemacht und jetzt diese Nachricht. Da das Auto rund 300.000 Kilometer gefahren wurde, wir haben es gebraucht, mit ungefähr 80.000 Kilometer gekauft, wollten wir diese Reparatur nicht mehr erledigen. 7 Jahre hat uns das Auto verlässlich gedient. Jetzt aber war es Zeit für ein neues. Das Spannende für mich war, wie wir dazu gekommen sind. Regina mag die Sucherei nach Autos gar nicht. Unsere bisherige Werkstatt konnte in dieser Zeit kein passendes Auto besorgen, wobei das einzige Kriterium eine gewisse niedere Preisgrenze war. Eines Tages hatte Regina einen Weg zu erledigen und im Zuge dieses Weges schauten wir bei einem Autogeschäft vorbei, bei dem wir schon einige Male Autos gekauft haben. Das lag auf dem Weg und es war für uns kein Umweg zu machen. Dort stand ein dunkelblaues Auto mit Hängekupplung, etwas verstaubt. Es waren nur wenige Gebrauchtwagen dort. Regina geht einmal um das Auto, sieht die abgeschundenen Stellen des Lacks und sagt, das ist er. Sie ging in das Geschäft und die Entscheidung war gefallen. Baujahr 2015, 64.000 Kilometer, unsere Preisklasse. Einige Tage später war alles erledigt und wir fuhren mit dem neuen Auto nach Hause. Wir haben das Auto weder von unten gesehen, noch haben wir eine Probefahrt gemacht. Wir sind einfach eingestiegen und losgefahren. Ohne großartige Sucherei, ohne Stress, ohne Ärger. Es erwies sich wieder einmal ein Bibeltext als wahr, nämlich Matthäus 6,33. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Da wir sehr abgeschieden wohnen, brauchen wir eben ein Auto. Ich möchte noch etwas erwähnen. Wenn der Mechaniker meiner Bemerkung vom fehlenden Kühlermittel schon im Sommer nachgegangen wäre, hätte die Autosuche vielleicht ganz anders ausgesehen. So aber haben die Dinge zeitmäßig so gepasst, dass der ganze Autowechsel reibungslos vonstatten ging. Gott sorgt für uns. Nicht immer, wie wir es wollen. Das habe ich auch gelernt. Gottvertrauen zahlt sich am Ende aber aus. Hab Dank, lieber Vater im Himmel. Ich wünsche dir, liebe Hörerin, lieber Hörer, auch eine Erfahrung mit unserem Gott. Setze dein Vertrauen auf ihn. Ich wünsche dir dabei Gottes Segen. Auf Wiederhören bei der nächsten Folge von Max 15.